Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute freue ich mich wirklich ganz besonders, weil wir so ein tolles Projekt umgesetzt haben oder beziehungsweise gerade am Umsetzen sind und wir nehmen natürlich die Kamera mit. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Aber bevor ich jetzt anfange darüber zu reden, gibt es natürlich wie in all meinen Dezember-Videos wieder für meine Abonnenten eine Verlosung, sprich für euch. Und ich werde euch kurz die Gewinnliste vorlesen. Es wird wieder einen Gewinner geben, der all das gewinnen kann. Und zwar einen 75 Zoll Fernseher mit einer PlayStation 4, dazu zwei PlayStation 4 Spiele, einen Dyson Staubsauger und eine Instax Mini Sofortbildkamera als Set mit Tasche und Film, damit ihr sofort starten könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist wie immer einfach nur diesem Video einen Daumen nach oben geben und das Video kommentieren. Und bitte Leute, tut mir den Gefallen und schreibt nicht irgendeinen Kommentar in die Kommentare. Es hat so eine Welle gegeben, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat. Schreibt einfach irgendwas anderes rein. So, und ich würde sagen, jetzt beginnen wir auch mit dem Video. Der Titel hat es wahrscheinlich schon verraten. Julian und ich hatten die Idee vor Wochen eigentlich schon und haben uns als Projekt für den Dezember gesetzt, dass wir ein komplettes Kinderheim mit Weihnachtsgeschenken ausstatten möchten. Und sind wirklich seitdem in der Organisation. Es war so viel Arbeit bis hierher und in ein paar Tagen ist es endlich soweit und wir können alle Geschenke übergeben und ich freue mich mega und deswegen werden wir jetzt starten. Wir zeigen euch jetzt mal drüben, was wir alles so besorgt haben. Wir waren alleine gestern, glaube ich, 7, 8, 9 Stunden zu zweit unterwegs. Es waren auch andere Leute unterwegs. Und hier befinden wir uns jetzt. Wir haben mal versucht, einen Teil der Geschenke hier aufzubauen, um euch ein Gefühl dafür zu geben, was die Kids und Gruppen sich gewünscht haben. Da war zum Beispiel ein neues Fahrrad dabei, ganz viel Schaumstoffsachen für Mutter-Kind-Gruppen. Es wurden sich Töpfe und Pfannen gewünscht, Gesellschaftsspiele, ganz viele Toni-Boxen. Hier auf der Seite stehen auch noch ganz viele. Eine Kaffeemaschine hat sich eine Mädelsgruppe gewünscht, eine Nintendo Switch, ein Toaster, also wirklich so unterschiedliche Wünsche. Hier vorne haben wir auch noch ganz viel, Rasierer, ein Tablet, Zubehör für die Nintendo Switch und ganz viele Gutscheine und das fand ich eigentlich auch voll den schönen Wunsch, weil die dann einfach ganz tolle Zeit miteinander verbringen können, während sie eben diese Gutscheine einlösen. Unter anderem habe ich jetzt noch zwei große Sachen vergessen, die nicht hier stehen können, und zwar ein 75 Zoll Fernseher und auch eine Outdoor-Tischtennisplatte, die hat jetzt leider nicht in unser Wohnzimmer gepasst. Hier steht auch ein Go-Kart. Oh ja, das haben wir auch vergessen. Ein Go-Kart. Auch eine richtig coole Wunschidee, finde ich. Dann haben wir noch was. Leute, wir haben so viele Sachen besorgt. Zum Beispiel hier für eine Kindergruppe so ganz große Schaumstoffwürfel, womit die sich so Sachen bauen können. Oder hier eine Kita gehört nämlich auch dazu. Die haben sich hier solche Fahrräder und Laufräder gewünscht. Da haben wir jetzt einfach mal provisorisch Fotos ausgedruckt. Und dann haben wir noch ganz viele Gutscheine besorgt und da öffne ich jetzt mal die Liste, weil ich mir das leider nicht alles merken kann. Unter anderem, wie ihr hier vor uns seht, 80 Kilo-Gutscheine. Wie lange die Mitarbeiter alleine damit beschäftigt waren. Die eine meinte irgendwann so, heute Nacht mache ich die Bewegung einfach weiter. Vor allem mit jedem Gutschein kannst du zweimal ins Kino. Genau, also ja. Zwei Kilo, genau, das stimmt. Dann haben wir 14 Tickets fürs Aqualand gekauft. Das ist so ein Erlebnisschwimmbad hier in Köln. 14 Gutscheine für den Moviepark, den kennt ihr vielleicht auch. Ein 500-Euro Jacko-Gutschein, ein 500-Euro Centerpark-Gutschein und 4x250-Euro Eventim Gutscheine, damit die zusammen mal ins Kino gehen können oder sich irgendwas Tolles anschauen können. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das muss jetzt alles ins Auto. Dann geht es für euch im Video sofort, für uns noch nicht sofort. Wir warten noch zwei Tage ins Kinderheim. Und ich bin wirklich sehr gespannt, freue mich mega und hoffe, dass wir da einiges zu sehen und erzählt bekommen. Ne? Und glückliche Kinder auch. Ja, das auf jeden Fall. Da zweifle ich nicht dran. Also bis bald. Alle aus den Fenstern. Guck mal, da ist die Baby. Ja, in dem Raum. Sehr bisschen Angst. Oh Gott. Ja. So. Hallo. Herzlich willkommen in der Pauline. Vielen Dank. Schön, vielen dass Sie Dank. Da sind. Dankeschön. Hallo. Die Annalena und die Viola. Hallo. Aufgeregt, ne? Ja, ich habe einen Poster. Jede Menge. So, wir werden jetzt ein bisschen rumgeführt. Hallo. Hallo. Oh Gott. Das ist die Bibi. Genau. Hallo.
Vivi, magst du der Vivi mal deine Gruppe zeigen, wie es hier so aussieht im Kinderheim? Führ sie mal rund. Okay? Morgens und abends wird dann gemeinsam gefrühstückt. Ne? Ja. Was gibt es alles für Dienste? Ihr müsst überall mithelfen. Also, es gibt jede Woche halt immer ein Kind Dienst. Ja. Und dann müsst ihr abräumen helfen, Tisch decken und sowas. Okay. Genau. Alle müssen mithelfen, ja. Zu Hause auch. Ne? Ja. Jeder hat irgendeine Aufgabe. Und ansonsten, wie läuft so ein Tag hier ab? Erzähl mal. Also meistens kommen wir alle Kinder aus der Schule, dann machen wir Hausaufgaben, essen vorher und dann haben wir bis 3 Uhr Mittagsruhe, dann müssen alle Kinder im Zimmer bleiben. Okay. Dass sie jetzt hier sich noch Arbeitssachen erledigen können. Und dann gehen wir meistens raus um 3 Uhr. Schön. Ja. Und dann spielt ihr da ein bisschen. Ja. Schön. Und, ja, um 3 Uhr gehen wir dann alle raus. Und wo schläfst du? Wir müssen dann ganz hinten. Okay. Da mit der Mickey Maus? Nein. Okay, hier. Ach, wie schön. Hast du extra aufgeräumt oder ist das immer so ordentlich hier bei dir? Eigentlich ist es immer aufgeräumt. Echt? Ja. Boah, das ist aber toll. Und guck mal, da steht sogar Bilou. Ja. Ah. Wie cool, das freut mich. Und du magst Pferde. Nein, nicht wirklich. Nein, wieso hängt das Bild da? Das war einfach mein Zimmer schon drin. Okay, aber ich mag gerne Pferde. Also freue ich mich. Du auch? Sehr gut. Hast du sehr schön hier. Fühlst du dich wohl? Ja. Kommst du gut mit deinen Mitbewohnern zurecht? Ja, meistens. So wie das halt immer so ist, in der Familie, mit Geschwistern. Genau, dann gehen wir nochmal hoch in die 1. Okay, kommst du mit? Ja. Ja. Zeig den Weg bitte. Über 100 Poster? Aber hat die noch nicht, oder? Nein. Nein. Bei mir nicht. Das heißt, ich habe schon über 100. Du hast über 100 Poster? Ungefähr so 550 Poster. Oh, oh wei, oh wei. Hast du dir eine Höhle gebaut? Ja. Ja? Magst du Höhlen? Das ist aber schön. Ihr habt alle pinke Betten. Wow. Alles pink, weil wir eine Mädchengruppe sind. Ja, sehr cool. Das reimt sich sogar. Weil wir wollen kein Jungs sein. So, nein, braucht ihr auch nicht. So, wir haben uns jetzt schon 2 Gruppen angeguckt und sind generell ein bisschen rumgeführt worden. Das ist mega interessant. Und jetzt gehen wir in eine Jugendmädchengruppe, glaube ich. Ne? Und die haben sich eine Kaffeemaschine gewünscht, weil die anscheinend sehr gerne Kaffeegetränke trinken. Und die werden wir jetzt mal persönlich übergeben. Und ich glaube, in der Gruppe dürfen auch alle bis auf ein Mädchen gefilmt werden. Ne? Und ich muss mich natürlich schleppen jetzt. Dürfen wir reinkommen? Ja. Sehr lieb, danke schön. Hi, soll ich durchgehen? Oder? Ich kann durchgehen. Okay. Hallo, Martin. Hallo, Bibi. Hallo. Hi. Hallo. Boah. Das ist aber sehr schön gemütlich hier. Ja, am besten setzt ihr euch, weil wir ja was für euch mitgebracht haben. Ja, also ich kann es leider nicht bewegen, aber wir haben euch eine Kaffeemaschine mitgebracht. Wir haben gehört. Wirklich schon Kaffee? Ja. Echt? Nur lass mal. Teile der Gruppe. Ja, kann man damit, glaube ich, auch alles machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Freut uns alle riesig. Das ist schön. Mehr als die Hälfte der Gruppe trinken schon, die anderen sind so im Anfang. Ja. Probieren es quasi und wir freuen uns alle. Das ist schön. Dann freuen wir uns auch. So, jetzt kannst du mir deine ganzen Poster zeigen. Ja, genau. Ich habe nur eins. Okay. Okay, oh, guck mal. Guck mal, Julian, das ist ihr Zimmer. Wer hängt denn da ganz groß? Oh. Dankeschön. Ist das für uns? Dürfen wir es haben? Danke sehr. Das ist aber lieb von dir. Der Liebe ist auch drauf auf dem Bild. Okay, ich habe auch meinen eigenen Plan. Meinen eigenen Wochenplan. Ah, okay. Der hängt bei dir im Zimmer hier. Zimmer.
Zähne putzen vergesse ich immer. Echt? Ja. So, wir haben jetzt hier die Vivi. Die wohnt in der Gruppe 7, die hat uns ja die ganze Zeit auch schon begleitet. Und die darf jetzt das Geschenk für ihre Gruppe annehmen. Und was habt ihr euch gewünscht? Ein Fernseher mit Netflix. Ein Fernseher, auf dem man Netflix schauen kann. So, und ja, wir müssen jetzt ganz vorsichtig. Achtung! Ah, warte, wir müssen das Auto erstmal aufschließen. Ja. Tada! Hier ist euer riesen neuer Fernseher und ich hoffe, ihr habt genug Platz dafür. Der ist nämlich wirklich riesig. Ich nehme den mit. Ja, du trägst den, ne? Das hast du schon. Genau, warte, da kommt schon jemand. Oh, wie schön. So. Reicht der? Ja. Ja? Ja. Könnt ihr dann auf Netflix schauen? Okay. Scheiße. Den tragen wir euch gleich hoch, aber ich würde sagen, wir räumen jetzt erstmal alle Geschenke aus allen drei Autos raus und stellen die hier irgendwo auf den Hof. Und dann können alle Leute sich das mal anschauen und dann verteilen wir die Sachen. Okay. Okay? Jetzt haben wir, genau, wir haben 2x500 € Gutschein für Evente. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Bitte sehr. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke. So, wir haben jetzt alles verteilt. Der ganze Hof ist noch voll mit allen Kids und Betreuern. Und wir wandern jetzt rüber ins Bistro. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, uns kennenzulernen und Fotos zu machen und Kuchen zu essen. So, ihr Lieben, es wird langsam dunkel. Ich hoffe, der Timmy kriegt das gut mit dem Licht hin, denn wir waren jetzt so lange alle zusammen und haben Fotos gemacht, Autogramme gegeben, Kuchen gegessen. Und wir befinden uns jetzt ganz zum Schluss des Videos nochmal auf dem Spielplatz, beziehungsweise ihr seht einen Teil des Spielplatzes hier. Es ist ein großes Projekt geplant. Schon seit einem Jahr werden dafür Spenden gesammelt. Und zwar soll hinter mir ein riesengroßes Piratenschiff gebaut werden, damit der Spielplatz einfach größer wird und die Kinder einfach noch mehr Möglichkeiten haben. Und ihr wisst ja, dass ich in allen Dezember-Videos mit dem Julian zusammen auch immer 1.000 € spenden. Und die gehen in diesem Video natürlich an das Kinderheim Pauline. Und ich verlinke euch das auch natürlich in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und ihr könnt euch, wie gesagt, gerne auch daran beteiligen. Vielleicht schaffen wir das Projekt endlich zusammen fertigzustellen. Wenn ihr auf den Link klickt, dann findet ihr auch noch ganz viele andere Informationen rund um das Kinderheim hier und um andere Projekte. Genau, deswegen schaut da sehr gerne vorbei. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Es waren ganz, ganz viele liebe Leute hier, die uns rumgeführt haben. Ich fand es super interessant. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Wenn ja, zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Und vergesst nicht, die Verlosung, die läuft ja auch noch. Da dürft ihr auch gerne mitmachen. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut unbedingt bei Julians Video vorbei. Ganz oben in der Infobox verlinkt. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss!